Sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, aber den Titel habe ich jetzt erst hier genau erfahren. Es steht oben, eine Schule für alle, wie kann Inklusion in der Bildung gelingen? Hätte ich ein Rezept, wäre ich wahrscheinlich viel bekannter Autor und würde von den Tantiemen meiner Veröffentlichungen leben. Es gibt kein Rezept. Gelingen kann es nur miteinander, so wie es Ihr Verein auch sagt, und es ist ein tagtägliches Ringen um dieses Miteinander in einer Schulgemeinschaft, damit es überhaupt gelingen kann. Mir wurde gesagt, ich hätte bis 3:15 Zeit, ich werde etwas überziehen. Damit entlaste ich die Gebärdendolmetscherin, weil ich habe mich für 40 Minuten vorbereitet und ich würde das schaffen, ich kann sehr schnell reden. Wenn es also zu schnell ist, bitte einfach bremsen. Ich werde in meinem Referat kurz versuchen, einen Überblick über das Südtiroler Bildungswesen zu geben, mit besonderem Blick auf die Integration und die Inklusion in diesem Bildungswesen. Dabei werde ich die historische Entwicklung, wichtige Meilensteine dabei ansprechen. Ich werde den Aufbau kurz skizzieren, seine Besonderheiten und auch erläutern, worum es in meiner Überzeugung dieses Bildungssystem Voraussetzung für Inklusion, für gelingende Inklusion sein kann. Ich werde zentrale Rahmenbedingungen und Elemente für die Integration und die Integration erläutern und dann habe ich noch vor, zum Schluss ein Fazit zu ziehen, falls ich noch hinkomme. Bevor ich aber mit meinen Ausführungen beginne, schicke ich ein paar Gedanken voraus, warum in Südtirol der Weg eigentlich ganz anders verlaufen ist, als es eigentlich in den uns sprachlich und kulturell verwandten Ländern nördlich des Brenners. Und ich glaube, die Antwort ist einfach, Sie wissen sie selber, dazwischen gekommen ist der Erste Weltkrieg und die Aufteilung Österreichs, der Tirols, in einen Teil, der zu Italien gehört und in einen Teil, der eben nördlich liegt und einem anderen Kultur- und Einflussbereich zugeordnet wurde. Seit dieser Zeit, seit 1919, werden unsere Schulgesetze in Rom gemacht. Wir haben zwar seit Mitte der 70er Jahre in Bildungsfragen einen kleinen autonomen Spielraum, die Grundprinzipien aber der staatlichen Gesetzgebung im Bildungsbereich, die Grundprinzipien gelten auch in Südtirol. Die schulische Integration und Inklusion ist so ein Grundprinzip. Hätten wir vor 40 Jahren, ich habe mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen, dass die Geburtsstunde der Veranstalter, des veranstaltenden Genossenschaft und die Geburtsstunde der flächendeckenden Integration aller die gleiche ist, 1977, genau vor 40 Jahren. Also hätten wir vor 40 Jahren ausreichend autonome Spielräume in Bildungsfragen gehabt, bin ich überzeugt, hätten wir diesen Weg, den Italien vorgegeben hat, nicht eingeschlagen, hätten alles daran gesetzt, mit dem Blick nach Norden, unser Sonderschulsystem qualitativ weiterzuentwickeln und zu stärken. Aufgrund fehlender Autonomie haben wir zwangsweise diese Reform, ich würde sagen, diese Revolution mitgemacht. Wir konnten sie einfach nicht abändern. Die Diskussion, die Sie auch ständig führen müssen, ob man radikale Integration will, wie weit man gehen will, welche Auswirkungen sie hat auf die bestehenden Strukturen, auf das Rollenverständnis der in diesen Strukturen arbeitenden Menschen, die hatte bei uns keinen Sinn gemacht. Das Gesetz war in Kraft, das Gesetz galt, auch in Südtirol. Und nach einer ersten Schockstarre ist man dort schnell darüber übergegangen, einfach zu schauen, es ist jetzt so, was machen wir? Wenn ich gefragt werde, warum man uns beneiden darf, dann sage ich immer, ja, vielleicht auch um diese Tatsache,
dass wir keine Energie in die Frage, ob und wie weit und wie wir das wollen, investieren mussten, durften, konnten, sondern dass wir die ganze Energie in die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, investiert haben. In meinem Studium bin ich einem Buch begegnet im Rahmen der Vorbereitung auf die Diplomarbeit. Das heißt, Schulen verändern sich langsamer als Kirchen. Ein amerikanisches Buch. Vor 40 Jahren hat diese radikale Richtungsänderung im italienischen Bildungswesen dazu geführt, dass sich unser Bildungswesen sehr schnell entwickeln musste. Also das ging dann viel schneller als wie jede katholische Reform. Und ich glaube, dass dieser Entwicklungsimpuls zu einer Weiterentwicklung unseres gesamten Bildungswesens, nicht nur die Frage der Inklusion, wesentlich beigetragen hat. Ich zitiere dazu Ludwig Otto Rosa, einen Neuropsychiater aus Florenz, der in den 70er Jahren für diese Inklusion im Bildungswesen sehr viel getan hat. Er schreibt: Wo Integration nicht Widerstand, sondern berufliches Interesse auslöst, wird Schule kindgerechter, und da haben endlich Behinderte etwas für die sogenannten Normalen getan. Und noch ein anderes frei wiedergegebenes Zitat von Georg Feuser, den ich auch im Rahmen meines Studiums kennengelernt habe und das eigentlich mich geprägt hat. Ich scheue mich ein bisschen vor diesem Zitat, weil es sehr plakativ ist, aber ich glaube, ein Impulsreferat soll auch plakativ sein. Zitat: Eine inklusive Schule ist die beste Schule für jedes Kind, jeden Jugendlichen. Nicht inklusive Schulen bauen auf hohe Kompetenzen zur Verarbeitung schlechten Unterrichts. Wenn also der derzeitige Stand in Südtirol im Bereich der Integrationsprozentsatzes wiedergegeben werden soll, dann wende ich mich an die Bertelsmann Stiftung, orientiere mich an der. Die berechnet jährlich für die Bundesregierung in Deutschland den Integrationsprozentsatz der einzelnen Schulen. Und die macht es sehr einfach. Die zählt in einem Bundesland alle Schüler und Schülerinnen mit Beeinträchtigung und sagt, wie viele Prozent davon sind in den öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen. Und dann wird ein Ranking erstellt. Wir wären Spitzenreiter in diesem Ranking, ganz einfach deswegen, weil seit 1977 beinahe alle Schüler, alle, unabhängig von ihrer Beeinträchtigung, von der Schwere dieser Beeinträchtigung, im allgemeinen Bildungssystem sind. Die Frage, und das stört mich dann an dieser Diskussion in Deutschland, wird sehr oft vermischt, indem man sagt, das ist der Inklusionsprozentsatz in Deutschland. Für mich ist ein Inklusionsprozentsatz etwas ganz anderes und der ist ungemein schwerer zu messen. Und ich verwehre mich gegen die synonyme Verwendung dieser zwei Begriffe, Integration und Inklusion. Das sind für mich zwei komplementäre Begriffe, die sich historisch nacheinander entwickelt haben, aber nicht, dass der Jüngere Inklusion den Älteren Integration ersetzt. Inklusion ist eigentlich die Frage, wie viel Teilhabe am gemeinsamen Lernen, wie viel herausfordernde Teilhabe vor allem am gemeinsamen Lernen ist in der Schule möglich. In dieser Frage verwenden wir in Südtirol zunehmend den Index für Inklusion als Grundlage, als Leitfaden für eine qualitätsvolle Schulentwicklung. Denn diese Frage kann nur eigentlich mit gemeinsam geteilten Haltungen, mit gemeinsam geteilten Werten gegenüber einer inklusiven Gesellschaft, einer inklusiven Schule einfach beantwortet werden. Bevor ich nun das Südtiroler Bildungswesen ganz kurz vorstelle, ich schicke einfach voraus, dass es bekannt ist, ganz kurz auf diese historische Entwicklung. Kurz nachdem Südtirol zu Italien kam, haben bereits die Faschisten mit Benito Mussolini in Italien die Regierung, sind an die Macht gekommen, haben die Regierungsgeschäfte übernommen und ein Minister dieser Regierung hieß Gentile
und hat eine umfassende Schulreform auf den Weg gebracht, die heute noch mit seinem Namen verbunden ist. Wir sprechen immer noch von alten Gesetzen aufgrund einer Lex Gentile. Und dieser Gentile hat in dieser Reform 1923 festgelegt, dass erstmals Schulpflicht auch für Schüler mit Seh- und Schüler mit Hörbeeinträchtigung besteht. Und er hat das aber nicht für das Regelschulwesen postuliert, sondern hat gleich dafür Sonderklassen eingerichtet. Dieses System der Sonderklassen ist also in Italien relativ jung. Es waren Sonderklassen einfach, die abgetrennte Klassen in den allgemeinen Schulen waren. Für andere Behinderungsformen hat man eigene Schultypen errichtet und für sehr schwere, mehrfache Behinderungsformen hat man Sonderstrukturen mit angeschlossenen Heimen errichtet. Das ging von 1923 peu à peu bis zum Jahre 1962. Ich behaupte dann immer, dass die schulische Inklusion und diese Gesamtschule gleich alt sind wie ich. Das trifft sich. 1962 hat Italien ein Gesetz gemacht, mit dem nach der fünfjährigen Grundschule eine dreijährige Mittelschule angeschlossen wurde. Diese dreijährige Mittelschule, die war mit folgenden Merkmalen konzipiert. Es war eine Gesamtschule für alle Kinder. Sie war wohnortsnahe mit einem festgelegten Einzugsgebiet. Das heißt, die Wahlfreiheit beim Einschreiben, die war nur mit sehr strengen, begrenzten Auflagen möglich. Es war eine zweite Schulstufe, die anschließt an die Grundschule und die so ein Übergang war von der Mittelschule in die weiterführende Oberschule hin zum Abitur, beziehungsweise von der Mittelschule in die Berufsausbildung. Was die Einführung leicht machte, war eigentlich die Tatsache, dass vor dieser Einführung der Mittelschule es nur eine sogenannte Lateinmittelschule gab, hauptsächlich angesiedelt an kirchlichen Organisationen, als Vorbereitung auf die weiterführende Schule. Es gab also keine Schulstufe als Vorform für weiterführende Berufsausbildung, für eine Weiterführung auch der Schulpflicht. Die meisten Schüler und Schülerinnen haben damals die achtjährige Schulpflicht in der fünfjährigen Grundschule absolviert, indem sie einfach die fünfte Klasse entsprechend oft gemacht haben, wenn sie nicht bereits früher Schulverspätungen aufgefasst hatten. Ich zum Beispiel erinnere mich, dass mit mir in der dritten Klasse Grundschule Schülerinnen, es waren meistens die Jungs, die so viel Schulverspätung aufgefasst haben, dass sie in der dritten Klasse Grundschule ausgeschult sind. Die hatten bis dahin bereits 8 Schuljahre. Die Gesamtschule, und ich glaube, das ist auch für Sie hier in Österreich wichtig zu wissen, die hat also nicht ein bestehendes, paralleles Schulsystem ersetzt, sondern die hat eine Lücke gefüllt. Ich denke, wenn die Frau Minister sowas einführen möchte, dann wäre sie froh, wenn sie nicht gleichzeitig über die Abschaffung von anderen Schulen sprechen müsste, sondern einfach etwas Neues schaffen könnte, wo eine Lücke besteht. Als Gesamtschule war diese Mittelschule natürlich dann der Grundpfeiler für ein inklusives Bildungssystem, war sie doch postuliert als Schule für alle. Aber dieses Alle, das muss sehr groß geschrieben werden, also das wirklich in Blockbuchstaben zu schreiben, denn es war für alle, außer für Schüler und Schülerinnen mit einer Beeinträchtigung. Im Gesetz stand alle, in der Realität waren es nicht alle. Und das hat aber sehr schnell auch zu Protesten geführt. Ich weiß nicht, ob Sie die politische Lage in den 60er Jahren in Italien mitverfolgt haben. Italien war seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer so ein Wackelkandidat in den westlichen Staaten. Bei jeder Wahl war die Gefahr, dass die sehr starke kommunistische Partei die Mehrheit kriegt und Italien dann aus dem westlichen Bündnis in ein blockfreies Bündnis oder noch schlimmer in das östliche Bündnis hinüberdriften würde. Und da hat man immer versucht, mit Reformen den Wind aus den Segeln dieser Linken zu nehmen und hatte auch sehr viele soziale Themen aufgegriffen und in gesetzliche Verordnungen gegossen. Ich habe erwähnt, die Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen waren ausgeschlossen. Und in den 60er Jahren gab es dann in Rom
zum traditionellen Schulbeginn, 1. Oktober, war über Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert lang in Italien immer der erste Tag, an dem die Schule begann. Es ist leider nicht mehr so für viele Menschen. Wir hatten bereits letzte Woche unseren ersten Schultag. Und da haben sich die Eltern mit ihren beeinträchtigten Kindern in Rollstühlen und wie auch immer auf die Straße gestellt. War auch für Italien ein Novum, dass man sich für einen Protest mit diesen Personen in die Öffentlichkeit stellt, mit Plakaten. Und da stand darauf: Il primo ottobre incomincia la scuola per tutti. Per tutti, tranne per i nostri figli. Also am 1. Oktober fängt für alle die Schule an, für alle, außer für unsere Kinder. Es hat seit der Einführung der Mittelschule 1962 weitere 15 Jahre gedauert, bis dieser Anspruch der Mittelschule, der im Gesetz postuliert war, Schule für alle zu sein, realisiert wurde. Mit dem Gesetz 517 1977, und dieses 517 ist in Italien zu einem geflügelten Begriff geworden. Jeder eigentlich im Bildungswesen weiß diese Gesetzesnummer und verwendet sie auch. Das ist ein 517er Lehrer, das ist eine 517er Maßnahme und so weiter. Mit diesem Gesetz 517 hat Italien sämtliche Sonderklassen, Sonderschulen, Sonderstrukturen, daneben auch noch die psychiatrischen Anstalten und so weiter, geschlossen. Und alle Kinder und Jugendlichen, die der Bildungspflicht unterlagen, mussten in die allgemeine Schule. Wie oft in Italien war darüber lange diskutiert worden. Diese Diskussion hat fast ein Jahrzehnt gedauert, mit Parlamentskommissionen, mit Vorschlägen, mit Experimenten in bestimmten geschützten Bereichen. Und das ist eine typisch italienische Haltung laut dem Sozialforschungsinstitut, wurde mit der Philosophia di non credere aufgenommen. Das ist eine typisch italienische Haltung, sagt das Sozialforschungsinstitut, die Philosophie nicht daran zu glauben, nicht daran zu glauben, was angekündigt und angekündigt und angekündigt wird, dass es dann kommt. In Italien gibt es aber auch die Tradition, dass man irgendwann einmal das radikal umsetzt. Ich war heute am Bahnhof zum Mittagessen und habe beim Hineingehen gestaunt, dass man da drinnen rauchen darf. In Italien undenkbar. Italien, glaube ich, hat das schärfste Rauchergesetz auf der Welt. Italien hat mit diesem 517er Gesetz weltweit die Vorreiterrolle bei der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung im Bildungswesen übernommen. Es gab damals weltweit nichts Vergleichbares. Aber Italien hat, wie bei ganz vielen Reformen, es völlig verabsäumt, irgendwelche Rahmenbedingungen zu setzen. Nicht in der Ausbildung, nicht in der Unterstützung, nicht in Abkommen zwischen den Diensten. Ich zitiere kurz, was in diesem Gesetz drinnen steht. Es hat also die Klassengrößen in allen Klassen, in denen Mitschülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung waren, auf maximal 20 gesenkt. Die Klassen sollten zusätzliche Ressourcen bekommen, in der Form von sogenannten Stützlehrpersonen. Jetzt verwenden wir den Begriff Integrationslehrpersonen. Und Behindertenbetreuerinnen oder Behindertenbetreuer. Jetzt sagen wir dazu, das Berufsbild hat sich weiterentwickelt, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für Integration. Außerdem wurden wichtige Dokumente verordnet, festgelegt, die Funktionsdiagnose, das war das diagnostische Dokument, den individuellen Bildungsplan, das ist nach wie vor das schulische Planungsinstrument, in dem alle Maßnahmen festgehalten und auch mit den Eltern vereinbart werden. Und das funktionelle Entwicklungsprofil, das ist jenes Dokument, wo Entwicklungspotenziale, Stärken beschrieben werden und wo auch Zukunftsperspektiven in einem partizipativen Prozess verankert werden. Kernpunkt des Gesetzes, und ich komme zum Namen der Veranstalter, Kernpunkt des Gesetzes war, dass die Verantwortung für die Umsetzung dieser Maßnahmen nicht der einzelnen Lehrperson gegeben wurde, sondern dass das in die Verantwortung der gesamten Schulgemeinschaft als Kollegialorgan gegeben wurde. Italien hat, das muss man vielleicht auch wissen, kurz vorher Mitbestimmungsgremien für die Schule verankert, mit kollegialen Entscheidungsprozessen, mit mehreren Gremien, wo auch Eltern beteiligt werden mussten, die heute immer noch in dieser Form gelten.
Ich selbst, da komme ich wieder zu meinem eigenen Curriculum, bin geboren, als die Mittelschule eingeführt wurde und bin, ein Jahr vorher, wenn ich ehrlich bin, und bin kurz nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten wurde, Junglehrer geworden. Von meiner ersten Ausbildung her bin ich Grundschullehrer und ich habe meine erste Stelle 30 Kilometer entfernt von Bozen in einem Bergdorf, Rheinswald im Saarental begonnen, bin hin, habe mich beim Schulleiter vorgestellt, kurz einige Dinge besprochen und in einem Nebensatz sagt er dann, ja übrigens, in deiner Klasse ist jetzt auch ein Mädchen, das war bis letztem Jahr in der Sonderklasse in Bozen, die gibt es jetzt nicht mehr, jetzt ist sie in deiner Klasse. Ich hatte keine Ausbildung dafür, ich hatte keine Integrationslehrperson, ich hatte nicht einmal Kenntnis, was in dem Gesetz 517 drin stand. Es wurde nicht gelehrt. Und die einzige Ressource, die ich hatte, waren die Mitschülerinnen und Mitschüler, auf die ich bauen konnte, dass die mich unterstützen bei der Inklusion dieser Schülerin, die, wenn ich jetzt so rückblickend mit dem inzwischen erworbenen Wissen das einschätze, neben verschiedenen anderen Störungen vermutlich eine leichte bis mittelgradige Intelligenzminderung hatte. Die Mitschüler, die mich unterstützt haben, bezeichnet Professor Porter, Bildungsforscher, inklusiver Bildungsforscher aus Amerika, als den wesentlichen Gelingensfaktor für Inklusion in der Schule. Nicht die Klassengröße, nicht die zusätzlichen Ressourcen, es geht um die Haltung der Mitschüler, es geht um die Haltung der Lehrperson gegenüber der Mitarbeiter, gegenüber der Unterstützung dieser Mitschüler. Inzwischen hat sich die Geschichte weiterentwickelt, die gesetzlichen Maßnahmen sind weitergegangen. Ich schnell im Überblick nur, 1983 hat Südtirol das erste Gesetz in diesem Bereich gemacht, wo die nationalen Bestimmungen übernommen und dann die Südtiroler Realität angepasst wurden. 10 Jahre nach dem staatlichen Gesetz wurde die Integration von Schülern mit Beeinträchtigung auf die Oberschule ausgedehnt. In Klammern auch auf den Kindergarten, den hatte man im ersten Gesetz vergessen, obwohl es Realität war. 15 Jahre nach dem ersten Gesetz, 1992, hat Italien ein sehr weitreichendes Rahmengesetz gemacht, in dem alle Bestimmungen zur Integration und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung, sämtliche Unterstützungsmaßnahmen in allen Bereichen, von der Sanität zum autonomen Wohnen, zur Mobilität, in einem einzigen Gesetz organisch zusammengefasst wurden. Dieses Gesetz gilt heute immer noch und ist auch eines dieser geflügelten Nummern, wenn wir in der Schulwelt so mit unserem Subkultursprache uns unterhalten, dann reden wir von einer Funktionsdiagnose laut Gesetz 104/92 oder von Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz 104/92. Nachdem Italien diese grundlegenden Reformen also schon sehr früh angegangen und umgesetzt hat, war die Ratifizierung der UN-Konvention für Italien eigentlich kein großer Einschnitt. Es hat aber etwas gebracht und deswegen habe ich hier auch dann die Farbe auf der Folie geändert. Mit dieser UN-Konvention kam auch der Begriff der Inklusion sehr viel stärker in die Diskussion. Lange Zeit synonym ersetzend, was früher Integration geheißen hat, hieß dann Inklusion, der Integrationslehrer zum Inklusionslehrer, inzwischen aber sehr differenziert auch unterscheidend. Die ganze Entwicklung abgeschlossen haben wir in Südtirol, indem wir vor 2 Jahren, 2015, ein Gesetz zur Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung gemacht haben. Wir, die nicht offensichtlich beeinträchtigt sind, ich bin auch ein bisschen beeinträchtigt, wollten eigentlich schreiben, Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Die betroffenen Verbände haben gekämpft, dass hier Behinderung drin steht, obwohl das nicht mehr ganz politisch der korrekte oder nicht mehr ganz der politisch korrekte Begriff ist, weil sie vermeiden wollten, dass jeder Leistungen aus diesem Gesetz in Anspruch nimmt, die eigentlich für sie als Nachteilsausgleich gedacht sind. Im Überblick noch einmal schnell das Bildungswesen.
unten der Kindergarten, die Grundschule, die Mittelschule. Der Kindergarten ist Teil des Bildungssystems, ist ein Recht aller. Bis also 14 Jahre, von 2,5 bis 14 Jahre, alles wohnortsnahe als Gesamtbildungssystem aufgebaut. Und die erste Diversifizierung in verschiedene Richtungen dann nach der ersten Staatsprüfung, nach 8 Schuljahren. Dort dann verschiedene Zweige von allgemeinbildenden Gymnasien zu Fachschulen technischer Art bis hin zur Berufsbildung. Auch alle berufsbildenden Zweige führen zum Abitur über Zwischenstufen. Und die Bildungspflicht gilt unabhängig von beeinträchtigt, nicht beeinträchtigt, Migrationshintergrund, nicht hochbegabt oder nicht hochbegabt, in welchen Bereichen, bis 18 Jahre. Das heißt, alle Menschen, alle Kinder und Jugendliche sind bis 18 Jahre in diesem Bildungsweg, und wir versuchen auch, die lange Zeit vorherrschende Tendenz der Bildungsverzögerung für Schüler mit Beeinträchtigung dem entgegenzuwirken. Wir wollen vermeiden, dass Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung ungewohnt lange im Kindergarten bleiben, Schulverspätung auffassen, in der Grundschule bleiben, Schulverspätung auffassen und in der Mittelschule dann 18 Jahre werden, sondern sie sollten möglichst mit Gleichaltrigen durch dieses Bildungssystem bis mindestens diese 18 Jahre gehen. Natürlich steht jedem mit einer Beeinträchtigung, wenn er sie die Möglichkeiten hat, mit Unterstützung das zu schaffen, auch jede weitere Bildungstür offen, bis hin zu den höchsten Weiden auf universitärer Ebene. Aber für die, die zieldifferente Bildungspläne haben, endet eigentlich dann die Bildungspflicht und das Bildungsrecht im Regelschulwesen mit 18 Jahren. Kernstück, und ich gehe dann schon zum nächsten, Kernstück der Individualisierung des Lernens und der Personalisierung des Lernens ist der individuelle Bildungsplan, den ich vorher schon erwähnt habe, als der zentrale Bestandteil, der partizipativ mit Eltern und mit allen Lehrpersonen des Klassenrates alle Maßnahmen festlegt, die für diesen Schüler, diese Schülerin als Unterstützung, an Befreiungsmaßnahmen, an besondere Schutzmaßnahmen vorgesehen sind. Wir sprechen mit Akronymen bei uns, niemand verwendet dieses lange Wort individueller Bildungsplan, wir reden vom IBP. Und dieser IBP ist ein verbindliches Dokument, das heißt, er ist verbindlich für alle mit der Unterschrift des Klassenrates und der Unterschrift der Eltern. Ohne Unterschrift der Eltern gilt er nicht. Und er ist verpflichtend. Es ist nicht die Freiheit, so einen Plan zu erstellen oder nicht zu erstellen. Liegt eine Diagnose auf, muss dieser Plan erstellt werden. In diesem Dokument werden also alle Ziele, Inhalte, Maßnahmen für eine Schülerin, einen Schüler festgeschrieben, die es braucht, für eine aktive Teilhabe, für eine herausfordernde Teilhabe am gemeinsamen Lernen. Je nach Diagnose können die Ziele in verschiedenen Fachbereichen so lange wie möglich zielgleich sein. Zielgleich heißt, dass sie für die Altersgruppe der Mindestausprägung der Rahmenrichtlinien, das sind unsere Lehrpläne, entsprechen. Wenn das nicht möglich ist, dann können die Ziele mit dem Einverständnis der Eltern zieldifferent sein. Das heißt, es werden Ziele abseits, außerhalb der Rahmenrichtlinien festgelegt, wo es nicht geht innerhalb der Rahmenrichtlinien, und die sind völlig auf die individuellen Möglichkeiten abgestimmt. Sie haben also in einer Klasse Schüler mit einem zielgleichen IBP und mit einem zieldifferenten IBP. Und das erfordert natürlich eine völlige Umstellung der Didaktik. Ein Lernen im Gleichschritt, wo die ganze Klasse das Gleiche macht, ist da unmöglich. In einer nächsten Übersicht mache ich noch einmal ganz kurz deutlich, wie Italien eigentlich das in einem Baukastensystem entwickelt hat. Italien hat 1977 nur eigene Maßnahmen für Schüler, Schülerinnen, für Kinder mit Beeinträchtigung. Das sind in etwa 1,5% der gesamten Population festgelegt. Und hat zum ganzen anderen Rest gar nicht gesagt. Nicht zu dem,
und der, die sich schwer tut aufgrund sozialer Benachteiligung, nicht zu dem und der, die sich schwer tut aufgrund einer bestimmten Lernstörung, Entwicklungsstörung, Verhaltensauffälligkeit, Migrationshintergrund, andere Kultur, andere Sprache, Hochbegabung. Und hat dann aber peu à peu das nachgebessert. Manche sagen, ist eine Salamitaktik, es war immerhin erfolgreich. Diese Entwicklung abgeschlossen im gesetzlichen ITER hat Italien eigentlich erst vor wenigen Jahren mit Maßnahmen, die 2010, 11 und 2012 in Kraft getreten sind. Mit diesen Entwicklungen hat sich eigentlich auch der Begriff der Anspruchberechtigten erweitert. Es gab also nicht nur die Entwicklung vom Begriff der Integration zur Inklusion, es gab auch die Erweiterung der Anspruchsberechtigten. Waren es am Anfang Schüler, Schülerinnen mit Beeinträchtigungen, waren es später dann andere mit verschiedenen anderen Benachteiligungen. Mit diesem gesetzlichen ITER wurden auch neue Berufsbilder geschaffen, aber es haben sich auch die Berufsbilder oder die Aufgaben der bestehenden Berufsbilder verändert. Neben Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen, die es immer schon gab, Klassenlehrpersonen in der Grundschule, Fachlehrpersonen in der Sekundarstufe, Mittelschule und Oberschule, wurden zwei spezielle Berufsbilder eingeführt. Ich habe sie schon erwähnt, das waren die Integrationslehrpersonen und es waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration. Diese beiden Berufsbilder mögen wichtig sein. Ob Integration und Inklusion gelingt, hängt aber wesentlich davon ab, wie die Klassenlehrperson, wie die Fachlehrperson die eigene Rolle definiert. Ich verwende da ein Bild, das mir nahe liegt. Ich komme aus einer gesegneten Region, wo man im Freizeitbereich sehr viel machen kann und nichts ist naheliegender in Südtirol, als wie, dass man auf den Berg geht. Ich bin zeitweise sehr viel geklettert auch. Wenn Sie jetzt mit einer Klasse eine Bergtour machen und Sie nehmen sich eine Granitwand vor, dann brauchen Sie enorm viele Unterstützungsressourcen. Die schieben, die ziehen, die Flaschenzüge brauchen, die Helikopter fliegen, damit alle auf den Gipfel kommen. Wählen Sie aber einen Dolomitengipfel, und Dolomit ist ein inklusives Gestein mit vielen Griffen, mit Tritten, mit Halterungen. Ein Dolomitengipfel, der verschiedene Zugänge bietet, von der steilen Nordwand über den Klettersteig, über den Spaziersteig hinauf, dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit geringerem Aufwand mit allen den Gipfel erreichen. Und das ist die Aufgabe der Klassenlehrpersonen, der Fachlehrpersonen. Den Unterricht so anzulegen, dass bei einem gemeinsamen Gegenstand sehr viele verschiedene individualisierte Zugänge möglich sind, die aufgrund der individuellen Herausforderung für die Einzelnen herausfordernd sind. Wir haben die beiden speziellen Berufsbilder, die Integrationslehrpersonen haben ein abgeschlossenes Studium als Klassenlehrperson oder als Fachlehrperson und zusätzlich müssen sie dann noch im Anschluss daran, das können sie gleich nach dem Studium, das können sie aber auch berufsbegleitend während der Arbeit machen, einen Weiterbildungsmaster mit 60 ECTS machen. Im Rahmen dieses Weiterbildungsmasters machen Sie sehr wohl auch sonderpädagogische Inhalte, aber die wesentlichen Inhalte sind im Bereich der inklusiven Didaktik. Sie sind nicht dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin zugewiesen, um den, die zu unterstützen, wenn es schwer wird, sondern Sie sind, und das ist für mich wesentlich, Sie sind der gesamten Klasse zugewiesen, um die Inklusionskompetenz der Klasse und die Inklusionskompetenz der Lehrpersonen in dieser Klasse zu unterstützen. Also Sie sind schon Stützlehrer, wie der alte Begriff, aber nicht, wie es damals definiert wurde, so der Stützlehrer für eine Schülerin, einen Schüler, sondern Stützlehrer für ein System. Im Unterschied dazu sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration der Person zugewiesen. Und ihre primäre Aufgabe ist, dort persönliche Assistenz zu geben, wo Autonomie und Selbstständigkeit fehlen, wo die fehlende Autonomie, die fehlende Selbstständigkeit die Hürde bei der Integration sind. Damit ist Ihr Berufsbild nicht erschöpft. Sie haben sehr wohl auch die Aufgabe, didaktisch
in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen tätig zu werden und können da auch ihre Kompetenz über den einzelnen Schüler, die einzelnen Schüler hinaus einbringen. Ich habe es erwähnt, wenn ich so eine große heterogene Gruppe habe, dann kann Schule nicht auf dem stehen bleiben, was sie bisher getan hat. Dann kann Schule nicht auf dem stehen bleiben, wie wir vielleicht Schule erfahren hat. Das ist also eine Schulentwicklungsaufgabe, die die einzelne Schule vor Ort leisten muss und wo sie auch sehr schnell überfordert sein kann. Um dieser Überforderung entgegenzuwirken, haben wir versucht, in Südtirol ein Beratungs- und Unterstützungssystem aufzubauen. Wir haben sogenannte pädagogische Beratungszentren errichtet, haben diese dezentral angeboten, im Wissen, dass jede Beratung in der Qualität mit jedem Kilometer, wo die Distanz zwischen Beratendem und zu Beratenden zunimmt, einfach abnimmt. Das ist eine umgekehrte Proportionalität, die wir einfach zur Kenntnis genommen haben. Südtirol ist auch ein bergiges Flächenland. Wir haben 5 solche Zentren mit einem Grundangebot. Da geht es von der Schulberatung, der Integrationsberatung, der Unterrichtsentwicklung, der Organisationsentwicklung, also ein sehr umfassendes Angebot. Als weitere Unterstützung haben wir auch aus den ehemaligen Sonderstrukturen entwickelte spezielle Zentren. Wir haben zum Beispiel aus dem ehemaligen Zentrum für Schüler mit Sehbeeinträchtigung, wo sie die Beschulung, das Heim bis zum Altersheim alles hatten, so ein rundum sorglos Paket. Die haben die Schüler verloren durch diese Maßnahme der flächendeckenden Auflösung. Sie haben sich weiterentwickelt als Supportleistung. Sie haben fachliches Know-how im Bereich der Sehbeeinträchtigung und stellen dieses der Schule in Form von Schulberatung und stellen dieses der Familien in Form von Unterstützung im Bereich des Alltags, der Freizeit, aber auch der zeitweisen Entlastung für Familien zur Verfügung. Ich komme zeitlich halbwegs hin, bin ein bisschen gesprungen, Sie werden es vielleicht gemerkt haben, und komme zum Fazit. Ich schließe den Exkurs aber nicht mit eigenen Worten, sondern schließe mit Zitaten aus unserem jüngsten Landesgesetz in diesem Bereich. Zitiere nicht aber dieses in Gesetzen, von Gesetzen geprägte, sehr schwierige Sprache. Erstmals wurde bei uns dieses Gesetz auch in leichte Sprache übersetzt. Und zum Bildungsbereich stehen folgende Kernsätze drinnen. Wir haben keine Sonderschulen, alle Kinder lernen gemeinsam. Alle Kindergärten und Schulen in Südtirol müssen inklusiv sein. Alle Kinder und Jugendlichen dürfen den Kindergarten und die Schule frei wählen. Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen sollen in der Schule überall dabei sein und mitmachen. Jedes Kind, jede Schülerin, jeder Schüler lernt anders. Kindergärten und Schulen müssen darauf achten, dass alle gut lernen können. Ein Idealzustand, der je nach Situation in unterschiedlichem Maße erreicht wurde. Um das Flächendecken zu erreichen, glaube ich, werden wir nie fertig, weil Schule wird von Menschen gemacht und Menschen sind unterschiedlich, bringen ihre Einstellungen mit. Das ist gut so, aber unsere Hausaufgaben sind auch noch zu machen. In dem Sinne wollte ich nicht hier eine heile Welt vorgaukeln oder Ihnen eine heile Welt versprechen und Ihnen sagen, wie es geht. Im Gespräch hier, als ich hergekommen bin, kam auch die Aussage, ja, wir wollen Ihre Best Practice kennenlernen. Ich weiß nicht, ob es Best Practice ist. Ich weiß nur eins, Best Practice kann man nie abkupfern, sondern man kann höchstens Ideen davon nehmen, wie man die eigene Best Practice konstruieren kann. Und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute.